Darian, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich befinde mich im Moment in einer Umbruchphase und freue mich, einen Rückblick zu geben in die letzten 4,5 Jahre bei Tamedia. Davon waren ein bisschen mehr als 3 Jahre als Infografikleitung und das letzte Jahr als Design Director in der Position während des Redesigns. Und ich versuche da ein bisschen zusammenzubringen, was für mich wichtig war in der Erfahrung. Und sicherlich sehr essentiell waren immer die Leute rundherum um mich und die Teams und wie wir eigentlich auch da den Designprozess gemeinsam gestalten konnten. Braucht es jetzt schon eine kleine Übersetzung? It's good for me. Nicht auf Video. I would say it's changing a little bit her career. She has been at Tamedia, which is the big news house in Switzerland. There were a lot of newspapers. And the first 4 years, three years, yep. She has been leading the team for infographics, and now the last issue is to be leading the digital design, the digital design part from the paid media. Do you understand? Okay, good. Nein, ist gut. So die Motivation vielleicht dahinter. Ich komme aus dem, so mein Background ist im Grafikdesign und habe die ersten Jahre meiner Arbeitserfahrung in den Designagenturen gesammelt und habe dann bemerkt, dass ich gerne mehr faktischer arbeiten würde und habe dann an der Zürcher Hochschule der Künste. Ja, und habe dann das Graphic Design mit der wissenschaftlichen Visualisierung zusammengebracht. Also da kommt auch wieder ein bisschen der wissenschaftliche Aspekt dazu. Und für mich war sehr spannend eigentlich die Schnittstellenfunktion, also eigentlich als Designer etwas zu übersetzen und auch mit den Wissenschaftlern zusammen eigentlich eine neue Sprache zu generieren. Es gab eine klare Problemstellung. Ich habe daraus die Masterthesis dann gemacht. Es gab kein Lernmittel, um die Sektion am Rind in diesem Beispiel zu lernen. Also die Studierenden mussten eigentlich einen streng pathologischen Ablauf sich merken können, was sie aber nicht erreichen konnten aufgrund des schlechten Lernmaterials. Wie ihr seht, auf der einen Seite die Anatomiebücher mit Aufsicht und Querschnitten, aber dann letztendlich am konkreten Beispiel sieht alles anders aus und die Studierenden hatten eigentlich Mühe, den Transfer zu machen und eigentlich das Erlernte zu transferieren in den konkreten Fall. Ja, das bot jede Menge interessante Aspekte, fernab des Graphic Designs eigentlich, und habe mich da in diesem Zusammenhang sehr stark mit dem Lernprozess auseinandergesetzt und eigentlich die Überlegung, wie kann man eigentlich eine Lernspur generieren oder wie können wir designen, um eigentlich auch Anker zu setzen, jetzt in diesem Fall, um den Lernprozess zu unterstützen oder auch um Informationen zugänglich zu gestalten. Das ging natürlich im ersten Schritt nur, indem ich eigentlich auch den Inhalt sehr gut verstand. Das ist jetzt hier ein bisschen klein geraten, aber die Zusammenarbeit mit der Tierärztin, Pathologin, war sehr spannend und sie hat dann bemerkt, dass eigentlich bei ihnen dieser Strang, dieser Lernstrang gar nie stattgefunden hat, also wie sie das eigentlich splitten. Also sie haben das eigentlich immer viel zu weitläufig erklärt und ich habe das versucht, wie in Kapitel aufzuteilen, die eigentlich sinnhaft sind für den Lernenden und daraus dann auch Prototyp entwickelt, eigentlich wie ein Modell, ein Lernmodell anhand des 3D-Modells versucht zu entwickeln, immer mit der Orientierung am Skelett, weil das das einzige Fixum ist in einem Lernprozess,
in diesem Falle und eigentlich alles rundherum sich verändert. Also dass der Studierende quasi ein Lernkonzept an die Hand bekommen hat, auf was er sich konzentrieren muss, was fix bleibt und was sich dann eigentlich immer drumherum verändert und somit dieser, dieses Tier dann eröffnen kann. Aufgrund dieser Masterthesis hat mich dann jemand angesprochen, gefragt, warum ich dann nicht auf die Redaktion gehen würde. Also die Kuh auf der Redaktion passt vielleicht nicht so ganz, aber so das, die Denkweise und eigentlich auch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Ressorts und Fachthemen. Und das hat mich sehr interessiert, weil ich eigentlich nicht mehr zurück wollte in die Werbewelt und habe mich dann angefangen umzuschauen und bin dann als erstes zum Beobachtermagazin, habe da gearbeitet in einer Teilzeitstelle und gleichzeitig auch als Masterassistent. Und dann wurde ich später angefragt von der NZZ am Sonntag, um dort den Bereich der großen Infografiken aufzubauen, zusammen mit der Redaktion. Ja, am Anfang das ging es von kleineren Infografiken zu größeren, vom Magazin Beobachter, das kleiner war, zu großen Zeitungsformat. Das waren für mich dazumals große Schritte und hat natürlich auch den Stil beeinflusst und es war auch zeitlich ganz anders ausgelegt. Im Beobachtermagazin hatten wir viel mehr Zeit als dann natürlich bei der Wochenzeitung. Und bei der Wochenzeitung hier noch ein Beispiel von 2012 beim Beobachter und dann eigentlich bei der NZZ am Sonntag gab es dann ganz verschiedene Ausgangslagen, mehr Datenvisualisierung oder auch wirklich Wissenschaftsvisualisierung, also dass man wirklich so Wissenskonzepte wie ein Dossier behandelt hat. Das war dann der Anfang, quasi die ganze Doppelseite zur Entstehung des Wetters. Und dann hier eigentlich dann die Ausstiegsseite, so über 4 Seiten, wie man das eigentlich in einer Zeitung platzieren könnte. Und ihr seht, ich konnte hier ein ganzes Spektrum bedienen, konnte mich ziemlich austoben, habe viel Erfahrung gesammelt und das waren dann zwischen 2013 und 2015, 3 Jahre in einer 50%-Anstellung, waren das bis zu 15 größere Arbeiten, die ich da machen durfte. Es war sehr spannend, es hat auch war ein sehr reger Austausch mit der Redaktion, sehr viel für das Ressort Hintergrund oder auch Wissen, Sport konnten wir da gemeinsam realisieren. Ich weiß nicht, sollen wir nochmal übersetzen? In the end, okay. Good. You can show the picture. Good. Aufgrund dieser Arbeit kam dann die Anfrage von Tamedia für die Ressortleitung Infografik und ich startete da im Januar 2016. In der 100%-Anstellung, also ich habe während der NZZ am Sonntag auch noch selbstständig gearbeitet, habe das dann eingestellt und bin dann eigentlich von der Einzelperson zu einem großen Team herangewachsen, was für mich unglaublich spannend war. Also ich konnte nicht so genau abschätzen, was das alles mit sich bringt oder ja, wie ich ganz genau das alles zusammenbringen kann. Aber im Endeffekt war es wirklich eine ganz tolle Erfahrung, da eigentlich mit einem sehr kompetenten Team in ganz verschiedene Richtungen zu arbeiten und in ganz verschiedenen Tempis und eigentlich auch Print, Online zusammen zu verbinden. Zu dieser Zeit war ich die Jüngste des Teams und es war sehr wichtig, diese Leute, die schon ganz viel Erfahrung mitbrachten und sehr viele Jahre auch beim Tagesanzeiger und Sonntagszeitung verbracht haben, gute neue Inputs zu geben, aber auch ihre Arbeit so zu respektieren und alle ihre Erfahrungen auch abzuholen, die sie gesammelt hatten in der ganzen Vergangenheit. Hier seht ihr klassische Infografiken vom Tagesanzeiger, bevor wir eigentlich wie ein kleines Redesign im Infografikbereich gemacht haben. Ich bin in das Team gekommen, wir hatten natürlich das Tagesgeschäft, also jeden Tag ziemlich einen sehr dichten Alltag, dann die Sonntagszeitung mit dem ganzen Wochenrhythmus und diese beiden Rhythmen zu koordinieren, die Leute entsprechend einzuplanen und gleichzeitig ein bisschen ein neues Konzept aufzustellen und eigentlich auch dem Infografikteam eine neue Lobby zu geben, waren so meine Hauptaufgaben. Es war bis dahin
bisschen schwierig. Also die Infografik hat einen etwas schwierigen Stamm, auch so vom Layout her. Es wurde dann immer wieder gesagt, ja, die Infografik machen wir jetzt kleiner, oder die braucht jetzt nicht so viel Platz. Oder das war auch schwierig für sie dann teilweise für ein gewisses Thema auch den Platz zu erkämpfen oder auch eigentlich die Unterstützung seitens Fachleuten, Fachredakteuren zu bekommen, um an das Datenmaterial, Faktenmaterial heranzukommen. Gleichzeitig auch, dass jemand für sie da war in der Tagesleitung, um eigentlich auch eine Blattmacherfunktion einzunehmen, also mit den verschiedenen Tagesleitern zu sprechen, mit den Ressorts und verschiedene Konzepte voranzutreiben. Hier seht ihr eine Farbpalette, die ich da angefangen habe zu entwickeln. Um eigentlich, hier seht ihr noch so eine alte Karte, das Ganze frischer zu gestalten und eigentlich auch der Infografik mehr Impact zu geben, farbiger zu werden, mutiger zu werden und eigentlich auch zu sagen, hey, dieser Auftritt, der darf auch so farbig in der Zeitung sein. Man braucht sich nicht zu schämen für Zahlen oder Fakten. Sie machen ganz viel des Journalismus aus. Es ist ein visueller Journalismus. Wir haben die Illustration angeschaut. Es gab da ganz verschiedene Stile bis dahin, von Schattierungen und wie jemand Illustration umsetzte und haben dann gemeinsam im Dialog auch versucht, diese Sprache zu definieren und uns gemeinsam zu finden. Es war auch noch ein Stück weit improvisiert, weil ständig auch das Tagesgeschäft lief. Und so sahen dann gewissermaßen die neuen Grafiken aus, sehr farbig, auch sehr illustrativ teilweise. Sind jetzt sehr mutige Beispiele, aber ja, einfach so eine Message oder ein Statement. Wir müssen uns hier eigentlich nicht klein untergeben, sondern wir haben hier etwas zu sagen in dem ganzen visuellen Journalismus. Und das hat Spaß gemacht, also das hat dem Team auch Spaß gemacht, dass eigentlich jeder abwechslungsweise immer wieder auch seine Bühne hatte und ich versucht habe, gewissermaßen die Stärken auch unterschiedlich reinzubringen in verschiedenen Arbeiten. Hier seht ihr eine sehr einfache Online-Mobile-Adaption. Noch zu Zeiten, wo es noch nicht Mobile First galt, aber ja, wir dazu angehalten waren, Grafiken umzubauen. Heute sind wir ein bisschen an einem anderen Punkt und versuchen weiterzukommen. Ja, einfach um aufzusagen, das war so ein bisschen der konventionelle Weg und wir haben natürlich versucht, auch mit größeren Arbeiten im Online konzeptioneller zu fahren und da hatten wir ja, die Möglichkeit mit dem Team Interaktiv von Marc Brubacher tolle Arbeiten gemeinsam zu schaffen. Und hier war mit der Gotthard-Eröffnung im April 2016 so das erste große Multimedia-Projekt, wo eigentlich die Doppelseite im Print das Ausgangsmaterial war. Wir hatten das Problem, dass in der Zeitung bereits im April 2016 eine große Grafik erscheinen sollte. Das war so gewünscht von der Redaktion. Aber die Eröffnung war dann erst einen Monat später. Und da war klar, wollte man im Online auch etwas Großes haben. Und so war dann die Frage, wie machen wir das oder was machen wir da draus? Und wir haben uns dann entschieden, eigentlich im Print zu starten und dann eigentlich einen Auftakt zu machen mit fünf kleinen Visuals, die dann nachher in einer Collection gesammelt werden auf den Start hin. Das war so eigentlich unsere Initialzündung für die Zusammenarbeit, Digital Print, Storytelling. Und von meiner Seite her war so die Rolle oder die Perspektive sehr wichtig, das auch vom Visuellen her zusammenzubringen, dass wir eine Stimmung, eine Atmosphäre schaffen für die Daten und Fakten. Und dass das Ganze als Konzept auch lesbar wird, als zusammenhängendes Wissens- oder Faktenkonzept. Hier seht ihr die Doppelseite im Print zum ganzen Gotthard. Und dann hier der Collection-Auftritt. Im Hintergrund das Mapping auf 3D. Im Team hatten wir einen sehr guten
3D-Master und mit sehr guten Geokenntnissen. Er hat das Ganze gemappt und zusammen mit einem Geologie, mit einer Geologie-Fachperson dann quasi den Querschnitt erarbeitet. Und so haben wir dann die ganze Teaser-Sprache aufbereitet, das eigentlich wie jedes Visual ein gewisses Thema hatte. Zum einen die quasi, wie viel Material kam beim Aushub heraus oder etwas über das Tunnelsystem zu erzählen. Hier, dass die Besucher, Leser quasi einzeichnen konnten, wo sie denken, dass der Gotthard verläuft. Hier ein Vergleich der größten Tunnels, so verschiedene spielerische Zugänge, um das Thema zu vermitteln und dann am Schluss eigentlich als Gesamtpaket zu bündeln im Online. Das waren unsere ersten Erfahrungen im Bereich Print-Online-Zusammenarbeit und gemeinsam einen Auftritt zu gestalten. 400 Jahre Shakespeare ist ein ganz anderer Ansatz. Der hat gar nichts mit Daten zu tun und auch nicht so viel mit harten Fakten, sondern mehr über das Storytelling. War auch im April 2016. Hier kam der Kulturredaktor zu mir und meinte, ja, wir müssen da etwas Cooles machen zum 400 Jahre Shakespeare, ein bisschen eine Doppelseite mit ganz vielen Infos. Und ich hatte das Gefühl, das wird ein bisschen ein Durcheinander mit den ganz vielen verschiedenen Ideen, die er hatte, und habe ihn dann gefragt, wie viele Stories kommen dann da am Schluss in die Zeitung, und dann hat er gesagt, ja, das sind dann 3 bis 4. Und ich habe ihn dann gefragt, können wir nicht ganz auf das Bild verzichten und eigentlich nur mit Piktogramm arbeiten und eigentlich Shakespeare nach 400 Jahren irgendwie ganz anders erzählen. Und wir hatten das Glück, dass er total begeistert war von der Idee, Shakespeare ganz anders zu zeigen. Und so konnte ich so konnte ich jemanden aus meinem Team mit dieser tollen Aufgabe ja, einweihen, die einen unglaublich tollen Humor hat. Und ich konnte so die Initialzündung ihr mitgeben, so was die Idee ist. Und wir haben dann die Stücke ausgesucht und sie hat sich dann verschanzt und kam dann noch ein bisschen mit einem anderen Design wieder zurück. Aber so die Idee, die Humoristik oder auch das Storytelling war von ihr. Und ich habe sie dann darin unterstützt, eigentlich so die Designsprache zusammenzubringen und das ein bisschen noch zu entschlacken. Aber das hat unglaublich Spaß gemacht, dann so im Team gegenseitig und miteinander so etwas zu entwickeln. Und so haben wir dann diese verschiedenen Ausgaben gestaltet. Und wir haben ganz auf die Fotografie verzichtet oder auch auf historisches Bildmaterial. Also ich spiele nicht das Sterben pur. Hier haben wir die verschiedenen Sterbensarten bei Shakespeare oder hier beim letzten quasi sein Werk in Filmen, Bücher, wie das verschiedentlich unterschiedlich ausgewertet wurde. So auch ein bisschen mit Augenzwinkern. Ja, so seht ihr, konnten wir gemeinsam in so einem bunt gemischten Team ganz viele verschiedene Aufgaben erfüllen. Merkers Deutschland in Zahlen, das war eine Absprache wieder mit dem Team Interaktiv. Also wir hatten da täglich eigentlich Austausch und haben uns überlegt, was könnten wir eigentlich machen zum Ende von Merkels Ära. Und wir wussten dann noch nicht, ob sie wiedergewählt wird. Haben das diskutiert, ja, wie könnte das eigentlich die Leser interessieren? Und ja, natürlich mit einem Vergleich vielleicht mit der Schweiz. Das Auslandressort wollte aber nichts mehr wissen von uns. Die fanden, jetzt kommt sie schon wieder und wollte schon wieder etwas von uns. Und haben dann gefunden, ja, kommt noch eine Arbeit zu Merkel und komm, wir recherchieren zusammen. Und ich habe dann versucht, gut zu unterstützen in der ganzen Recherche und um das Ressort auch zu entlasten, aber dennoch brauchte ich natürlich die Fachkenntnisse und die Fachunterstützung, aber habe hier auch viel mitrecherchiert und dann auch versucht, ein visuelles Konzept zu generieren, das auch einfach umsetzbar war ins Online,
Mobile und Desktop. Ja, und ich gehe hier ganz kurz durch, so ein bisschen vom Aufbau her. Klar war wichtig als erstes Deutschland-Schweiz, ganz klar die Aufmachung. Dann in einer zweiten Stufe war es wichtig, auf der linken Seite gleich Lesebeispiel zu liefern und Kontextmethode der Auswertung, damit man versteht, wie wir zu den Zahlen kommen. Dann natürlich bei einem solchen Vergleich, den wir nachher quasi print online gleich behielten, dass die Vergleichsparameter sich nicht mehr ändern, damit das Ganze konsistent aufgebaut ist. Immer die gleiche Zeitspanne, gleichen Skalen, logischerweise, wenn wir die vergleichen. Dann jetzt hier, seht ihr, haben wir mit Millionen, also mit absoluten Werten gearbeitet, dass wir dann auch die Prozentwerte zustellen, einfach dass der Leser verschiedene Zugänge hat zu den Informationen. Und so konnten wir dann eigentlich so einen Vergleich sehr visuell gestalten, aber doch auch sehr klassische Charts irgendwie einbinden. Ja, das sind so ein bisschen die vielleicht drei bezeichnende Projekte von uns. Dann zum Abschluss dieser Zeit das Paradise Papers, ein großes Investigativprojekt der Redaktionen. Und hier war es wichtig, eigentlich für ein ganz großes Projekt die gesamte Übersicht zu haben und dies eigentlich auch visuell zu guiden, damit die richtigen Leute zur richtigen Zeit auch loslegen können und wir alle eine gleiche visuelle Sprache fahren können. Das ging zum einen in dem Print über mehrere Seiten eigentlich eine Verbindung aufbauen zwischen Bild und Infografik, weil die Geschichte mit viel Infografik angereichert war, hatte ich hier sozusagen ein bisschen den Lead und habe versucht, zur richtigen Zeit auch die richtigen Leute zu involvieren und hatte hier eine ganz tolle Zusammenarbeit mit der Layout-Chefin, wo wir wirklich gemeinsam auch wieder im Team ein tolles Gesamtkonzept erarbeiten konnten. Hier eine ganz grobe Skizze zu Beginn, um zu sehen, wie viele Geschichten zu welcher Zeit. Und hier in der Mitte seht ihr an Tag 2, also es waren all die Tage, wo Geschichten geplant waren. Hier seht ihr am Tag 1 sehr viele. Und diese Geschichte war eigentlich visuell die aufwendigste im Online. Das war zum Thema Nike. Und mit der habe ich eigentlich angefangen, quasi zu schauen, was könnte das visuelle Thema sein, wie können wir durch die Geschichte guiden. Und das ist eigentlich wie so ein kleines Mockup gewesen. Ich habe das gelesen und versucht aufzubauen, ganz, ganz grob, um mit dem Orange und Textbild ein bisschen einen ersten Eindruck zu vermitteln. Und das ist dann daraus geworden, aufgrund auch eines tollen Teams. Also wir haben seitens Video haben wir coolen Einstieg gehabt und dann auch weitere Videos zum ganzen Thema. Aber natürlich immer mit dem Orange und diesem Duplex versucht, diese Sprache so aufzunehmen. Hier im ganzen Artikel quasi mit animierten Grafiken, sehr illustrativ. Und dann am Schluss dann hier der Hinweis dann zu der gesamten Collection. Auch ganze Teaserarbeit, auch wieder Absprachen mit der Bildredaktion. Und dann ein bisschen die Systematik vom Aufbau her mit den Logos. Also wie leben wir hier durch die Zeitung? Funktionierte nicht im Online, man konnte ja nicht diese Logos überall aufgreifen, das würde dann zu Wiederholungen führen, aber dass man quasi im Print dem Leser immer wieder zeigt, wo sich welcher Fall abspielt und er weiß, ich bin wieder bei Paradise Papers und bei dieser Geschichte. Ja, und so hat sich dann dieses Gesamtwerk zusammengesetzt, erarbeitet von ganz vielen Leuten und es war toll, dass die Redakteure oder die Verantwortlichen dieser Geschichte genug früh gekommen sind und wir das so auch
leiten konnten. Die Geschichte wurde dann, oder das ganze Projekt wurde ausgezeichnet auf Journalistenbasis mit dem Zürcher Journalistenpreis. Und wir waren stolz, wurde auch das visuelle Konzept gelobt, dass die Zugänglichkeit eben doch auch wahrgenommen wurde und bei so einem großen Umfang als große Unterstützung auch ausgesehen wurde, angesehen wurde. Dann wären wir hier beim Redesign des digitalen Auftritts. Ihr seht ein bisschen, woher ich komme, was meine Aufgabe war oder was ich versucht habe zusammenzubringen. Es war wichtig, in dieser Aufgabe beim Redesign quasi als erstes, es war ein ganz sportlicher Rahmen, also ich hatte kein fixes Design-Team, es waren externe Leute und jemand aus einem alten Redesign, der dazu kam und eigentlich ganze Learnings mitbrachte. Aber das vorangehende Redesign musste gestoppt werden. Das war intern am Laufen, weil es technische Probleme gab. Und für uns war es toll, eigentlich ein ganzes visuelles Konzept nochmal neu zu machen. Wir waren ein neues Team, aber trotzdem war es wichtig, die richtigen Learnings zu machen, die zwei externen Leute eigentlich mit der DNA zu infizieren des redaktionellen Arbeitens. Das sind UX-Spezialisten, Fachleute und ihnen eigentlich auch die Redaktion und die ganze Geschichte näher zu bringen von Tamedia. Ja, meine Aufgabe war es, das Team zu briefen und meinerseits die Absprachen zu führen, wo lenken wir das Konzept hin oder wo setzen wir den Schwerpunkt im Redesign und eigentlich dann auch zu Beginn ein Design Briefing zu machen, damit die Hintergründe klar sind und auch schon erste visuelle Ansätze, wie wir eigentlich weiterfahren oder was wir ändern wollen und was wir aus den Learnings mitnehmen. Ja, es war klar, dass wir auf der Front zukünftig auch verschiedene Teaser-Types aufnehmen wollen. Also in dem Redesign, das schon stattgefunden hat, waren eigentlich alle Teaser gleich. Und was im Gespräch mit der Redaktion ja, hervorgekommen ist, war, dass es wichtig ist, dass man quasi an den Teasern spürt, was für eine Information dahinter steckt. Ist es mehr Hintergrund, Information, Meinung, Fokus, visuelle Geschichten? Und das war sicherlich sehr wichtig für das Frontkonzept oder auch Grid-Konzept. Wir haben dann auch versucht im Team, das ganze System besser durchzudringen. Bei Tamedia sind ganz viele Titel vereint, also das war klar, das muss ein System sein, das die einzelnen Redaktionen nicht langweilt, also dass sie gewisse Freiheiten haben, dennoch für die Entwickler quasi ja, ein einheitlicher Code geschrieben werden kann, wo klar ist, welche Farben sind quasi flexibel von Titel zu Titel und welche Farben sind dann aber auch hart kodiert. Und so haben wir versucht, uns zurechtzufinden. Wir hatten einen sehr guten Product-Owner, der zum Glück nie die Nerven verloren hat und eigentlich diesen Switch zwischen uns Designern und Entwicklern sehr gut gemacht hat. Und hier seht ihr am Anfang, wir haben versucht, alles zu tapezieren und uns wirklich da einzufinden. Wir hatten ganz wenig Zeit und mussten hier ziemlich schnell vorankommen. Hier aus meinem Design-Team die UX-Designer, wo wir auch versucht haben, immer wieder regelmäßige Sitzungen zu machen und uns gut auszutauschen. Hier seht ihr alle unsere Titel. Man sieht es hier vielleicht nicht so gut, was geändert hat. Ihr seht hier kleine Farbnuancen mit dem Dunkelblau. Ihr seht hier ein ganz starkes Rot, das ein bisschen abgeschwächt wurde, also nicht mehr so das 50-50. Ja, angefangen vom Tagesanzeiger zum Bund, Farben, die man nicht ändern konnte, logischerweise. Dann die ganze Berner Zeitung-Linie mit Langenthaler Tagblatt, Berner Oberländer, Thuner Tagblatt, die schon vorher die gleiche Farben hatten im vorangehenden Redesign, das haben wir so übernommen. Hier bei Basler Zeitung, Werkateur, die Farben ein bisschen angepasst und hier eigentlich bei den dunkelblauen Logos, die teilweise auch nicht in sich konsistent waren im Online, auch an den Schnittstellen zu den Abo-Seiten, da gab es immer wieder Probleme mit den Farben, haben wir dann vereinheitlicht. Und hier seht ihr vorher, nachher, wie das
vom Konzept her dann daherkam. Hier quasi die neuen Teaser-Types mit visuellen Möglichkeiten, dann mit Fokusmöglichkeiten, wo Farbe ins Spiel kommt. Hier seht ihr, dass wir quasi zu den harmonisierten Farben der Titel zwei weitere Farben hinzugenommen haben, um quasi Variabilität und eigentlich eine spielerische Note hinzuzukriegen, die dann quasi diese einzelnen Titelauftritte, die dann jeweils im Duplex sind mit ihren Titelfarben, mit Dunkelblau und Gelb ein Spiel bekommen, und die Illustration wird auch eine große oder größere Rolle spielen. Im Gegensatz zum Infografik-Team, wo quasi was wichtig war, von unten die ganze Basis im Visuellen zu geben und ihnen quasi die Bühne zu bieten, was oder zu, ja, zu ermöglichen, war es hier sehr wichtig, eigentlich immer die horizontale Verbindung. Wenig Zeit, hier die Entwickler zum einen, wir die vier Designer mit sehr vielen Teilzeitstellen, sehr verstückelt, und hier die Entwickler, die natürlich in den Sprints ziemlich vorankommen mussten, und wir sie natürlich immer wieder mit Designs eindecken mussten. Und so waren wir darauf angewiesen, immer sehr schnell und sehr fix zum Austausch zu kommen, damit wir wissen, ist das technisch möglich, damit sie wiederum Tests machen konnten. Wie ihr hier seht mit dem Grid, das war sehr anspruchsvoll für die Entwickler. Wir haben sehr früh mit ganz einfachen Designs, mit den ersten Designs bereits Befragungen gemacht, um erste Rückmeldung zu haben für das Ganze, für die ganze Navigation. Wir haben die Entwickler auch gleich mitgenommen. Wir haben dann immer wieder Auslegeordnungen gemacht und die Entwickler wieder hergeholt und geschaut, geht das so? Es gab hin und wieder auch ziemlich schwierige Zeiten, bis wir dann auch irgendwie einen Design-Sprint sauber abschließen konnten. Aber wenn er dann abgeschlossen war, dann war die Stimmung gut, hatten alle Freude. Und als nächster Schritt, also das Grundgerüst steht, wir konnten mit der Beta-Version rausgehen. Als nächstes ist es wichtig, die visuellen Teams quasi anzudocken an das Redesign, also quasi an unsere Strukturen. Und da seht ihr, ist das Videoteam eingebunden, die natürlich dann wieder mit diesem Blau und Gelb, mit Animationen, Intros und Outros arbeiten, die Infografik, da werden wieder die Farben angepasst, interaktiv, und Infografik läuft dann zusammen. Mit der Bildredaktion die ganze Teaser-Sprache überarbeiten und die Produktion natürlich, wie werden wir in die Artikel rein das visuelle Storytelling verbinden. Und hier seht ihr erste Abwandlungen in die ganze Farbwelten. Und hier, ich mache es jetzt kurz zum Schluss, die Beta-Version. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht habt ihr Fragen. Danke fürs Zuhören.